Was machst du, Ami? Wir müssen zurück nach Webke, wenn wir total erfroren sind. Die kleine Dicke wird auch erfrieren, wenn wir uns nicht beeilen. Ich will ja nicht auf den Hammer zu. Ich will weg. So. Boah, wer hat den dicken Schneesturm? Ein Kristall, yay. Wow, das ist aber ein fieser Schneesturm. Er bläst von der anderen Seite des Dorfes, aber egal, wir müssen Lika zum Altar bringen. Wir sind beinahe am Ufer des Laochi-See. Und durchs Tor durch. Meine Güte, was ist denn mit diesem fiesen Schneesturm los? Ich meine, woher verdammt nochmal kommt der? So. Dann mal los, Mädchen. Hä? Ich dachte, alle würden sich aber tasammeln, aber hier ist niemand. Nicht einmal der alte Kimo oder Samikel. Wir können Lika hier nicht allein bei dem Wetter beten lassen. Verdammt nochmal, wo zur Hölle sind denn alle hingegangen? Wo sind die noch im Dorf rum? Was machst du da verdammt nochmal, perfekt? Ich meine, was bringt es uns, wenn wir jetzt zum Dorf zurückgehen? Verdammt nochmal, wozu sind sie denn alle hingegangen? Ja, hier ist ja wirklich alles am Erfrieren. Was machen denn alle hier? Hey, hey, Leute, wir haben Lika gebracht. Was ist denn mit diesem völligen Schneesturm? Es ist der Tag der Finsternis. Dieser Tag kommt einmal alle 100 Jahre. Und nun ist es wieder einmal soweit. Dann machen die Monster den Schneesturm sogar noch stärker. Und okay, wo konnte er uns nur so fahrtlos in Zeiten wie diesen sein? Er hat das Tor zerstört auf seinem Weg zum Wakfu-Schrein. Was? Ich hatte versucht, ihn aufzuhalten, aber er hat mit dem Schwertkutton herumgewedelt und er ging durch das Tor, bevor ich etwas unternehmen konnte. Es wird Kamui einfrieren, ob die Sonnenfestung jetzt nun kommt oder nicht. Okay, Oki ist plötzlich verschwunden, nachdem wir Orochi besiegt hatten. Ich hätte nie gedacht, dass er hierher kommen und so etwas tun würde. Ich wette, er will nur den ganzen Ruhm für sich alleine einsacken. Nein, Oki ist nicht so einer. Ich weiß, warum er das göttliche Schwertkutton genommen hat. Er hat versucht, das Richtige für das Dorf zu tun. Als die beiden Dämonen am Schrein auf dem Itsufuchi erwachten, war es Oki, der kam, um Kemo zu retten. Hä? Ich dachte, es wäre Samikel gewesen, der den alten Kimo gerettet hätte.
Okay, hatte die beiden Dämonen abgelenkt, damit Kimo und Samikel entkommen konnten. Sie haben nur überlebt, weil Oki ihr Schild war und für sie gekämpft hat. Oki ist der Stärkste von uns und trotzdem konnte er es nicht mit ihnen aufnehmen. Er hat Glück, dass er da Leben wieder rausgekommen ist. Wow, das ist wirklich eine ganz schöne Glanzleistung, einen Kampf gegen zwei Dämonen zu überleben. Aber er war wütend, dass er die Dämonen nicht besiegen konnte, also nahm er das Schwert und verließ das Dorf, um weiterzukämpfen. Ich weiß, dass er das Schild gestohlen hat, ist unverzeihlich, aber er hat nur versucht, das Richtige zu tun. Alles, was er tut, macht er, um das Dorf zu beschützen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Sonnenfinsternis die Sonne verschwinden lässt. Wenn die Vulkanbeschwörung nicht den Nähe zum Ausbruch bringt, dann wird es immer kälter und kälter werden, bis Kamui komplett eingefroren ist. Bitte, Lika, wir benötigen deine Kräfte, damit die Vulkane ausbrechen. Oki sagte mir immer, was für eine Art Euner ich werden sollte. Er sagte, dass ich eine gute Euner werden soll und meine Kräfte dafür einsetzen soll, allen zu helfen. Glaubst du, es würde allen helfen, wenn ich so wie immer beten würde? Wen kümmert schon dieser blöde Schneesturm? Ich werde beten, dass unser Berg wieder zum Leben erwacht. Das ist mein Mädchen. Jetzt geh, meine kleine Kriegerin. Wenn du nicht bald mit den Beschwörungen beginnst, dann wird es zu spät sein. Ja, und was machen wir jetzt? Hey, Großmütterchen, überrascht mich nicht. Diese Dämonen werden dich noch holen kommen, wenn du damit nicht aufhörst. Lass mich in Ruhe. Wenn ich es nicht schaffe, die Vulkanbeschwörung durchzuführen, dann werde ich das Gebet sprechen, um dieses Tor zu verschließen. Aber du scheinst es nicht. Aber es scheint nicht mehr zu funktionieren, oder? Da gab es einen weiteren Grund. Einen weiteren Grund, warum Oki mit dem göttlichen Schwert Kotun verschwunden ist. Die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben, wie Kotun silbern strahlt. Die Legende besagt, dass das Schwert die Macht hat, das Böse zu vertreiben. Darum hat Oki mit dem Schwert das Dorf verlassen. Er ist gegangen, um alleine mit dem heiligen Schwert gegen die Monster zu kämpfen. Wir gehen da wirklich hinein, Ami? Die Ruinen des Wakfu-Schreins liegen am Elzofuchi. Es ist ein seltsamer Ort, der vor langer Zeit von den Leuten vom Webcam entdeckt wurde. Auf dem Gipfel liegt ein Altar mit den Statuen der Zwillingsdämonen. Und der Weg dort hoch ist mit seltsamen Apparaten gepflastert. Die Zwillingsdämonen sind bekannt als Lechku und Nechku. Ja, die sehen aus wie Eulen. Ihre Altarstatuen sind vor langer Zeit zum Leben erwacht und haben das Land terrorisiert. Sie wurden von einem legendären Eulenhelden besiegt und eingesperrt, aber es scheint, dass sie wieder aufgebrochen sind und wieder das Land plagen. Das kann kein Zufall sein. Ich meine, erinnerst du dich daran, dass Neunschwanz gesagt hat? Du weißt schon etwas über Yami, dem Herrscher des Landes der Finsternis. Ich weiß nicht genau, wer dieser Yami ist, aber alle Arten von merkwürdigen Dingen sind passiert, nachdem Orochi wieder erschien. Wer weiß, ob dieser Bergschrein überhaupt etwas mit dieser Sache zu tun hat. Aber ich finde, wir sollten diesmal besonders vorsichtig sein. Ja. Wakfu-Schrein ist ein Dungeon, sieht man ja schon wieder an dem hübschen Oni-Bildnis. Und das erste, was wir suchen, ist hier den Spiegel. Oh. Dämonenkanonen. Warte mal, Ami, siehst du diese Kanonen da drüben? Ich bin mir nicht so sicher, ob die hier sind, um uns zu begrüßen. Lass es uns ruhig und langsam angehen. Au. So geht's natürlich auch. Na komm, Feuer nochmal. So. So müssen wir das machen. Ruhig und langsam, da hatte ich schon recht. Nur hätte er sich klarer ausdrücken können. Tinte und Truhe. Die ist jetzt wieder saumäßig schwer versteckt gewesen. Okay, wir haben wieder eine verstreute Perle. Bestiarium. Wahre Orochi. Kein anderes Monster weckt solche Ehrfurcht, wie es dieser Lindwurm tut. Er hat 8 Köpfe, 8 Schwänze, furchteinflößend vor zornbrennende Augen und einen blutig kratzenden Unterleib. Sein ganzer Körper ist groß genug, um darauf Bäume pflanzen zu können.
Das ist der legendäre Oshi, von dem man sagt, er liebe das Trinken. Sein Name lautet Berg der bösen Geister. Hm. Also das O steht für Berg, O, der, Shi, bösen Geister, Oroshi. Warum habe ich aber das Gefühl, dass es mit Oroshi noch nicht fertig ist? Also ja, das ist der Oroshi, den wir besiegt haben als erstes und... Oh, falsche Richtung. Das wäre Rothelm gewesen. Wir müssen in die andere Richtung natürlich. Das war der erste Oroshi. Kopfloser Wächter? Hey. Wahrer Oroshi. Hm. Da sind nochmal Hage in der Richtung. Irgendwie stimmt die Schriftrolle nicht mit der Anordnung der Gegner im Buch überein, habe ich das Gefühl. Ja, weil hier kommt jetzt nichts mehr. Logbuch, Journal. Okay, nicht genehmigte. Okay, ist nicht genehmigte Tat. Ja, bla bla bla. Okay, hat das Dorfding zerstört. Gut. Ich wollte aber nach Perlen gucken. Wakfu-Schrein. Ja, Wakfu-Schrein sind die letzten Perlen. Das heißt, wir sind ziemlich am Ende, würde ich mal sagen. Da geht's aber hoch. Ja, puh. Einfrieren finde ich uncool. Kleine Pflänzchen, okay. Hm. Ne, wisst ihr was? Wir werden uns da... Ich werde jetzt hier einen Cut machen. Da es ja noch ein bisschen dauert, bis ich hier einen Spiegel finde, habe ich das Gefühl. Obwohl ich gucke, ob ich einen finden werde. Eine Zierpflanze hier. Ist das einer dieser dämonischen Tricks? Aber vielleicht ist es ja doch nur ein einfaches Zierpflanze. Sieh nur, wie gesund sie ist. Jemand muss sich um sie hier hervorragend kümmern. Ja, okay, so kann ich mir den Zugang freischmelzen. Das Ding kriege ich allerdings nicht kaputt. Okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich über die Waagschale auf die andere Seite. Macht irgendwie Sinn. Oder auch nicht. Ah, ich hab's. Was zur Hölle ist das? So eine Art Spiel oder was? Sollen wir etwa das Gewicht auf der anderen Seite ausbalancieren? Und vielleicht hast du es noch nicht bemerkt, aber ich wiege keine Tonne. Oh, da geht's bergab.
Okay, ich kann nicht auf die Plattform springen. Ich komme jetzt nicht mal mehr auf die Plattform hoch. Das ist jetzt ganz blöd. Und hier durch komme ich auch nicht. Ach, das öffnet die Tür zum Schlüssel. Okay. Hey, von hier könnte ich auf die Plattform springen. Und dann muss ich ja nochmal raus, um den Raum zu resetten. Hilft das vielleicht? Nö. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Toll, wie komme ich aber da hoch? Ach so. So, und wir haben es geschafft. Jetzt muss mir nur noch einer erklären, wie ich das Teil zum Rollen bringe. So nicht. Ja, ich liebe das. Hallo Wind. Danke Wind. So, danke schön. Geht doch. Also da die Windtechnik, die ist manchmal echt bescheiden. Und wenn hinter der Grinsewand jetzt kein Dings ist. Wow. Kein Spiegel ist, dann muss ich noch mal rausgehen. Nö, ich sehe keinen Spiegel.
könnten ruhig an dem Anfang eines Dungeons den Spiegel machen. Würde das Ganze so viel netter machen. Aber nö, jetzt bin ich ja schon mal hier. Das ist jetzt ein wenig unpraktisch. Ah, Kanonen schon wieder. Ne, wisst ihr was? Ich gehe zum Spiegel zurück und außerhalb zurück und speichere dort. Weil wir sind jetzt schon 10 Minuten über Zeit und das ist ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Wir haben ja jetzt wenigstens einen Teil des Tempels. Was willst du, den Schrein verlassen, Ami? Nun, ich will dich ja jetzt nicht hetzen, aber der Tag der Fessel wird die Sonne verdunkeln. Wenn diese Dämonenwärter der Fessel ist immer noch am Leben sind, kann es... sind, dann wird der Kamui ein gigantischer Eisblock. Was wirst du machen? Deine eigene Haut trainieren, indem du wegrennst? Okay. Wir sollten vielleicht die Abfahrt wieder Zweifel lassen. Ah. Wisst ihr was? Wir machen hier einen Cut und ich mache das Ganze nochmal, wenn es soweit ist. Also wir sehen uns am Eingang des Tempels wieder. Bis dann.